Wir vertiefen das Thema. Zugeschaltet ist jetzt aus unserem Studio im Atrium Kerstin Plewe. Sie ist USA-Expertin und Beraterin, Publizistin und Analystin der US-Politik. Und damit einen schönen guten Tag, Frau Plewe. Ich grüße Sie. Hallo, ich grüße Sie auch. Frau Plewe, aussichtsreiche Kandidatinnen hat es mehrere gegeben. Welche Gründe sprachen denn für Kamala Harris? Warum ist genau sie es am Ende geworden? Ich glaube, es war ein sehr, sehr guter Schachzug von Joe Biden und seinen Beratern, gerade sie zu nominieren, weil sie vereint drei Dinge wie keine der anderen Kandidatinnen. Im Gegensatz zu dem, was der amtierende Präsident gesagt hat, ist sie nicht ultra-rechts, sondern ultra-links, sondern im Gegenteil, sie ist eigentlich der moderate Teil bei den Demokraten. Und sie ist eine Frau und sie ist deutlich jünger als Joe Biden und sie hat eine Hautfarbe, die sie als erste Vizepräsidentin möglicherweise ins Weiße Haus bringt. Und sie hat die absolut typische amerikanische Geschichte. Beide Eltern, Einwanderer, kultureller Hintergrund. Und sie ist eine harte Kämpferin. Und genau das wird Biden im Wahlkampf brauchen. Jemand, der richtig austeilen kann. Jemand, der keine Mühe hat, die Ärmel hochzukrempeln und rhetorisch exzellent dasteht. Ich halte es für einen exzellenten Zug. Und wer genau ist Kamala Harris? Wie würden Sie sie beschreiben und auch charakterisieren? Worauf kommt es jetzt ganz besonders an im Wahlkampf? Ich finde es wunderbar, wie Joe Biden die Kommunikation im Wahlkampf mittlerweile aufbaut. Es geht weniger um Angriffe an Donald Trump, sondern um Angriffe auf Fakten. Nämlich, er benennt drei Krisen, in denen die Kandidatin maßgeblich ihn unterstützen wird. Einmal die Corona-Krise, zweitens das Thema Arbeitslosigkeit und drittens, ganz wichtig, und da ist sie die ideale Kandidatin, das Thema der Ungerechtigkeiten zwischen Schwarz und Weiß, was ja wieder nach den Unruhen aufgeflammt ist und immer noch massiv ein Thema ist. Und ich glaube, sie wird insbesondere auf der farbigen Seite und auf der Black Lives Matter Seite gut mobilisieren und auch diejenigen mobilisieren, die bei Hillary gesagt haben, Frau ja, aber Hillary nein. Da ist sie unter Umständen genau die richtige Person. Wie wird denn der amtierende US-Präsident Donald Trump mit ihr umgehen? Er hat sich ja auch schon geäußert. Was ist da jetzt noch zu erwarten? Inwieweit bietet sie eine Angriffsfläche oder eben auch gerade nicht? Ich glaube, bei Donald Trump ist es egal. Und welchen Einfluss hat es gespielt? Aus, und zwar massiv. Er hat ja schon begonnen. Ja, Entschuldigung, sprechen Sie ruhig weiter, Entschuldigung, ja. Nochmal. Er hat ja schon begonnen, sie anzugreifen und sie als äußerst extrem darzustellen, was auch in der Faktenlage nicht stimmt. Ich glaube, er wird einfach eine Strategie des wie immer Donald Trumpschen intuitiven Austeilens, ob das rassistisch ist, ob das gegen Frauen ist oder ob das einfach etwas zurechtgebogene in seiner Sicht, aus seiner Sicht Fakten sind, die er einfach hier unter die Menschen bringt. Und kandidiert sie als Vizepräsidentin. Welchen Einfluss hat sie dann schlussendlich auf den allgemeinen, endgültigen Wahlausgang? Das ist momentan schwer zu sagen, weil die Lage in den USA sich ja von Tag zu Tag, insbesondere im Punkto Corona und Wirtschaftslage, ist ein wichtiges Thema für die Amerikaner, verändert. Inwieweit sie da Karten ausspielen kann, das muss man abwarten, auch in den TV-Duellen. Was aber entscheidend ist, ist, dass sie jemand ist, der rhetorisch und vom Lebenslauf äußerst stark rüberkommt. Und das ist ja etwas, was Biden potenziell immer als Schwäche ausgelegt wurde. Er war ja neben Obama der ruhigere, der entspanntere, der moderate, wo die Demokraten, viele Demokraten gesagt haben, der ist uns eigentlich auch zu schwach. Er hat hier eine harte, rhetorisch versierte und sehr erfahrene, auch bürgerrechtsaktive Frau neben sich, die, glaube ich, ganz genau weiß, was sie will. Und wie viele Wähler werden die Demokraten nur wegen ihr wählen? Was glauben Sie, Frau Plewe? Na, zumindest mal aus dem kulturellen Heritage, also alles, was Hispanic ist, alles, was schwarze Hautfarbe hat und natürlich auch das Gender-Thema, dass sie eine Frau ist, wird eine große Rolle spielen. Das könnte am Ende des Tages genau der kleine Schnitt sein, den sie braucht, weil wir wissen ja auch bei Hillary, sie hatte zwar die Mehrheit der Stimmen, aber nicht die Mehrheit der Wahlmänner, und darauf wird der Wahlkampf von Joe Biden diesmal abzielen, dass sichergestellt wird, dass in den entscheidenden Staaten, und Kalifornien, wo sie herkommt, ist nicht der entscheidende Staat, insofern wird es harte Arbeit in den anderen Staaten geben, und da wird sie sicherlich eine Frontrolle auch einnehmen müssen und auch einnehmen wollen.
Im November haben die USA die Wahl. Es wird definitiv spannend werden. Herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Plewe.